4,8 Leben, 1,1 Ausdauer, 1,4 Gewicht und 500 Nahkampfschaden. Der hat 4, der hat ja jetzt schon, wurde aber geskillt, okay, ein bisschen mehr Ausdauer, er wurde nicht in Ausdauer geskillt, der andere noch. 1000 Gewicht, der wurde einmal in Gewicht geskillt, der hatte so 900, glaube ich, 950 Gewicht und 360 Nahkampfschaden. Also er sieht selber, der ist jetzt schon überpowered, wurde noch nicht gelevelt. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play-Folge in Ark auf Valguero. Heute haben wir auch Spezielles vor. Ja, es ist jetzt schon mein kleiner Freund hier oben. Den haben wir letztes Mal noch gezähmt, aber wir werden ihn heute auch zähmen. Wie gesagt, ist nicht kein schweres Unterfangen. Aber ich sag's mal so, er hat auf jeden Fall Vorteile. Ihr seht ja selber, unsere zwei Revengers sind hier. Also schon mal ready to go. Wie gesagt, die Stats sind, ja, sind eigentlich recht okay. Aber nichtsdestotrotz, heute haben wir natürlich ein bisschen was vor. Also, zunächst mal brauchen wir erstmal, ja, ihr seht, ich habe echt vorproduziert wieder. Wie gesagt, Fabrikate, also Sachen, schon mal die Grundelemente habe ich hergestellt. Wir brauchen jetzt noch das Geländer, weil ich muss noch schnell die zweite Erweiterung der 10-Box fertigstellen. Ich habe mir das ein bisschen größer gewartet. Ihr seht selber, da wuselt es ganz schön drin. Und zwar habe ich auch in der Zwischenzeit noch einen Paracer, habe ich mir schnell gestern gezähmt. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, okay, das magst du nicht schnell. Ein Paracer haben wir ja schon gezähmt. Das ist eigentlich nichts Neues. Ich weiß nicht, ob die dritte Person an sich so interessant ist zum Zuschauen, aber ich nehme eigentlich lieber die andere Perspektive. Also, ich sag mal so, wenn ich das jetzt vergleiche, dieser Paracer, er sieht selber, der hat eine Bewegungsgeschwindigkeit von 160, Gesundheit ist 10.000. 2000 Gewicht, 600 Nahkampfschaden und diese Paracer, der standardmäßig gezähmt, der hat natürlich nur 100%. Also es macht schon gewaltig viel aus, wenn die Tiere aufgezuchtet werden und 100% gepflegt werden. Sie werden viel überpowerter, stärker. Aber wenn ich jetzt das vergleiche, das ist normales, okay, das ist gelevelt, das ist also unvergleichbar. Ihr seht selber, der hat 8000 Leben. Wenn ich den jetzt ein einziges Mal level, also die werden schon richtig stark. Wenn ich dir jetzt hier auf dein Leben gehe, ihr seht selber, ihr habt zwar das Leben auf, glaube ich, das Leben ist Standard auf 0,2, das habe ich auf 0,4, also ein bisschen angehoben, doppelt so viel, die leveln zwar ein bisschen schneller an Leben, bekommen mehr Leben dazu, aber ihr seht selber, die leveln halt extrem, wie gesagt, so, sagen wir so, wenn sie so klein sind, 4500 bis 5000 Leben ist okay, dann 1500 bis 1800 Ausdauer ist wichtig. Gewicht, das hatte der zwar jetzt 1800 Gewicht, aber ich sag's mal so, ist jetzt nicht so überhaupt wichtig, weil das ist ja eh nur unsere Soldaten gegen die Brutmutter, gegen den Endboss und es ist jetzt nicht so wichtig, dass die überpowered werden. Nahkampfschaden ist wichtig, der muss so, kann ich sagen, bei 500 liegen, 450, 500, das sind eigentlich Top-Werte dann. Aber wenn wir jetzt hier haben, da ist das Soldier 2, das ist der zweite. Das ist so fertig geprägt, dann mit 8000 Leben, 1,5 Ausdauer. Das ist dann okay, wenn es geprägt werden. Also die Werte, die ich vorher erzählt habe, das sind die ungeprägt und dann so 700 Nahkampfschaden. Also da geht schon einiges was. So, wir können natürlich gleich prägen. Und zwar habe ich das ja immer so gestellt. Wenn ihr auf Erweitert klickt bei Babywachstumsgeschwindigkeit, ich stelle das immer auf 0,1 runter, wenn ich meistens zu spielen anfange. Und wenn ich jetzt nochmal wieder spiele, ich werde das natürlich jetzt gleich wieder umstellen, die sind schon groß, ihr seht selber, ich habe wieder fleißig gezüchtet. Und zwar, der Fratzki ist groß, das ist der dritte Soldat schon, der ist wieder 100% geprägt, ihr seht selber, die Werte sind recht, ja, der ist zwar ein bisschen Nahkampf schon weniger, der hat dafür mehr Leben. Den kann man gleich prägen, der ist auch schon geprägt, 700 Nahkampfschaden, 8000 Leben. Der ist halt ein bisschen schwächer, der dritte, der vierte ist wieder stärker, wie gesagt, das wechselt sich immer ab. Man kann natürlich jetzt problemlos, endlos da hier prägen. Ihr seht selber, dieser Reranger hat 230, die normalen Eltern haben 270, 170, also 60% Bewegungsgeschwindigkeit mehr. Also es empfiehlt, ihr seht ja, die gehen auch recht flott hier rum, wie so Geisteskranke. Der möchte gegrilltes Fleisch, das ist eigentlich recht easy. Wenn ihr praktisch solche Sachen wollt, wie hier jetzt, der möchte per Hand sein Lieblingsessen. Da wird einfach nur gefordert, hier unten das Fleisch hier in den 10er Slot, in den letzten Slot müsst ihr das hier packen. Und ja, den prägen wir jetzt. Der geht jetzt auf 100. Ich habe das wieder auf, wie gesagt, also wenn ich die Dinos prägen kann, stelle ich die Babywachstumsgeschwindigkeit wieder auf 1,0. Das ist nur einmal prägen dann. Ich habe meine Ruhe. Und ansonsten, ich stelle das jetzt dann wieder runter, weil die würden viel zu schnell auswachsen.
bevor aus das gehen. Und der Vorteil ist das, wenn ich mal unterwegs bin, das ist jetzt zum Beispiel ein Kind, das jetzt nicht gelevelt wurde, normal aufgezogen wurde und nicht geprägt wurde. Das ist so eigentlich so Durchschnittswert. Der Leben könnte etwas besser sein, weil das nur bei 4,5 ist. Dafür ist Nahkampfschaden recht top. Der ist wieder komplett geprägt, der sieht selber, der ist jetzt fertig. Und wie gesagt, ich stelle es halt zurück, weil wenn ich jetzt mal wirklich eine Folge aufnehme oder wie jetzt auf Operation unten bin, dauert es ja etwas länger, bis ich was mache oder wieder zurückkomme. Und ich habe da keinen Stress damit. Wie gesagt, dann kann man da auch mal sagen, okay, man schiebt da gleich 4, 5 so Megatherium hier rein, zieht die groß und dann kann man sie durchgehend prägen. Wie gesagt, man hat da Zeit. Also, natürlich wollte ich natürlich nebenbei das fertig bauen, dass das Haus für die kleinen Kinder soweit fertig ist. Wie gesagt, wenn ihr das Boss 3 hochbaut oder so, dann kommt ein Parasaur noch drüber, ein Allosaurus würde auch drüber gehen, ein T-Rex würde drüber latschen und. Und ja, ich habe da jetzt nicht so Bock darauf, dass mir der Parasaur abhanden kommt. So, und zack, das Kindergartenhaus ist jetzt fertig. So, die haben natürlich wie folgt verhalten, wandern deaktivieren. Also, ich sag mal so, die haben es eigentlich am schönsten. Wenn sie nicht erwachsen sind. Da ist es fast am schönsten. Der darf noch rumrennen. Und die zwei auch. Also wie gesagt, ich glaube, bis zu 6 Soldaten haben wir jetzt schon hier. Diese Streitkräfte. Die hat noch Essen. Sag mal so, läuft eigentlich tippitoppi. Also, wir brauchen den Revengers-Sattel. Ich weiß nicht, warum rennt jetzt hier noch rum. Lass mal behalten. Aktiviere die Wandern. Verhalten. Wandern deaktivieren. Okay. Wen habe ich denn den gerade gehabt? Nein. Ach so, jetzt habe ich glaube ich es deaktiviert. Ja, genau. Also sagen wir so, ich will halt das so machen, wenn sie klein sind, dann können sie noch ein bisschen rumrennen. Das ist klar, ist zwar nur ein Spiel, aber ich will so ein bisschen realitätsnah spielen. Klar, ist jetzt zwar nicht so, weil sie in einer Reihe rumstehen, die Großen haben keine Bewegung mehr. Aber ich kann jetzt nicht jedes Tier auf Wandern setzen. Sagen wir mal so, ist das schon recht cool. Aber das ist einfach das, ich zeige euch das jetzt gleich. Die Eltern haben nur. Ich sag mal so, wenn ich jetzt, prägt euch ein bisschen die Wörter der Älteren, ich glaube, die wurden jetzt ein paar Mal gelevelt auf Leben, aber so ist es selber. Die Kinder werden stattdessen sehr viel stärker sein. Also, wie gesagt, da hat sie natürlich einen Vorteil, vor allem bei der Geschwindigkeit merkt man dann sehr viel, weil die hat jetzt bloß 170, die bekommen 2% dazu. Ich habe das genau um 2-fache erhöht bei der Bewegungsgeschwindigkeit. Also den müsste ich ja mindestens theoretisch die anderen 230, 60, 30 Mal leveln. Und du kannst ein Dino bis zu 70 Mal, glaube ich, 70, zwischen 70 und 80 Mal maximal leveln. Also das seht ihr schon selber. Wenn der natürlich hier schon den besseren Wert hat, ihr seht, er hat 4, 8 Leben, 1, 4 Gewicht und 500 Nahkampfschaden. Wir können das mal sehr gerne neben dem Vatertier hin tun. Vor allem, der wird jetzt richtig abgehen, weil der hat 60% Geschwindigkeit mehr. Mehr Leben, OP. Er sieht selber, wenn ich jetzt den vergleiche, wie schnell das der ist. Also, wir prägen uns kurz die Werte ein. 4, 8 Leben, 1, 1 Ausdauer, 1, 4 Gewicht und 500 Nahkampfschaden. Der hat 4, der hat ja jetzt schon, wurde aber geskillt, okay, ein bisschen mehr Ausdauer, er wurde nicht in Ausdauer geskillt, der andere noch. 1000 Gewicht, der wurde einmal in Gewicht geskillt, der hatte so 900, glaube ich, 950 Gewicht. Und 360 Nahkampfschaden, also er sieht selber, der ist jetzt schon überpowered, wurde noch nicht gelevelt. Und die Geschwindigkeit, er sieht selber, wenn ich jetzt den hier habe, der hat 170, der ist schon recht flott, aber die 60%, das macht natürlich jetzt nicht so einen gewagten Unterschied. Naja, okay, wenn man das jetzt so sieht, da geht schon was. Also Ausdauer ist bei denen wichtig, da machen wir ein bisschen Nahkampfschaden und ein bisschen Leben. So. So, meine Freunde, ich bin endlich angelangt. Klar, für euch ist es natürlich nur ein Wischer. Und dann sind wir natürlich wieder hier. Wie gesagt, ich musste natürlich, ich habe mir das auch so gedacht. Argetabes habe ich vor der Höhle überladen. Wie gesagt, man kann halt keine Flugtiere mitnehmen. Der gammelt jetzt. Wo ist der Cryopod? Ich glaube, ah, den habe ich ein paar Racer reingetan. Genau. Ich habe den Revenger dabei ein. Den Archie natürlich habe ich dabei. Und natürlich unseren. Die Emma, also unseren Deinonychus. Ich habe mir das so überlegt. Wir sind ja letztens hier umgewiesen. Und ich sag's mal so, die hier ist das Gebaute, und dann wissen wir eigentlich, wo wir sind. Ich glaube, hier ist der Schlafsack irgendwo noch. Ja. Kann man ich den wieder aufheben? Okay, geil.
dann kann man ihn ja sozusagen immer wieder gebrauchen. Ich sag mal so, ich bleibe eigentlich hier am liebsten erstmal zu diesem Portal hier. Okay, das hat jetzt nichts zu tun. Ich sag mal so, hier ist es ein bisschen schön safe. Hier mache ich Spikes hin. Wie gesagt, das werde ich jetzt gleich echt sagen, wie ich das lösen werde, das Gebäude hier. Wie gesagt, das wird ein bisschen eine Zeit aufwendig sein, aber ich werde es für euch ein bisschen schöner gestalten. Mit Musik werde ich es machen, ein bisschen Zeit drauf, einzelne Szenen reinschneiden, was ich mache, wie gesagt, die Base bauen. Und dann habe ich natürlich ein bisschen mit euch noch, wie gesagt, was vor. Und zwar einen Bulbdog will ich noch ziehen. Ich weiß, ich wollte heute mit euch ein Featherlight ziehen. Ich habe leider wieder das Kind vergessen, aber ich sag mal so, wenn die Base steht, dann kann ich natürlich machen, ich nehme ein paar Kibbel mit runter, das ist ja kein Problem. Dann nehme ich einfach mal 5 Stück von jeder Sorte mit oder 6 Stück oder auch so. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you, but I just can't follow through. I've got to let go. So, meine Freunde, jetzt sind wir eigentlich soweit eigentlich fertig. Ich hoffe, es hat jetzt alles so geklappt, wie ich das wollte, und dass irgendeine Datei, Aufnahme etc. doch nicht so wollte, wie ich das vorhatte. Und ja, ich glaube, das hat jetzt keiner gemerkt, dass ich da die Steckdose daheim vergessen habe. Wie gesagt, klar, es kann immer wieder passieren, dass man ein paar Sachen vergisst oder nicht einspielt, aber ansonsten passt es eigentlich, die Nische hinten. Die Nische hier hinten für den Stromgenerator eigentlich schon gebaut. Dann, wie gesagt, was zum Essen zu kochen wäre vielleicht nicht so nötig gewesen, aber ich sag mal so, die 200 Metall, die machen jetzt auch keinen Unterschied. Ansonsten bin ich eigentlich so zufrieden. Man könnte höchstens eins machen, ich weiß, man könnte, ja, okay, normal kommt hier nichts rein, weil hier sind schon die Spikes. Man könnte hier noch einen Spike platzieren, hier vorne. Ich weiß nicht, ich würde mal hier einfach mal freilassen, sollte irgendein Tier nicht durchkommen. Also, weil wir die meisten fallen hier wahrscheinlich hier runter. Also, es ist notdürftig gesichert und eigentlich müsste es soweit jetzt passen. Wie gesagt, das ist ein kleiner Außenposten, wo wir unsere Sachen hier Sachen aufheben können, etc. So, nehmen das raus, die Pilze nehmen wir hier raus, die Pfeile, die nehmen wir dann mit. Und die Champignons, also diese Pilze, nehmen wir natürlich auch wieder mit diesen Mushrooms. Wie gesagt, das ist so ein kleiner Puffer eigentlich für Aggressivität. Eigentlich wird die Base hier unten keinen großen Nutzen-Kostenfaktor haben. Wie gesagt, man ist natürlich nicht so oft hier unten, das ist klar. Aber ich sag mal so, man weiß jetzt, man hat jetzt eine kleine Base, wo man hier bleiben kann. Ich werde jetzt ganz schnell eine Steckdose herstellen. Die habe ich letztens vergessen. Beziehungsweise ich habe sie wahrscheinlich hergestellt, aber nur nicht mitgenommen. So, wie gesagt, ich will noch einen Bulbdog heute sehen. Wie gesagt, heute war es eine etwas kleinere Baufolge. So, und jetzt müsste es laufen. Wir machen unseren Bulbdog wieder aus. Darum habe ich das mal kurz in dem Video gezeigt. Einfach so, dass man da hier ein bisschen
ein Anhaltspunkt hat, warum es überhaupt toll ist. Klar, es ist zwar jetzt hier dunkel im Haus, es ist klar, weil alles zugebaut ist, keine Lichtquelle ist, aber ansonsten ist es auch cool, man kann hier rausschauen überall. Ich würde auch sagen, wir lassen die Fenster auch offen, solange man hier ist. Wenn man natürlich vielleicht wieder geht, wäre es cool, wenn man sie zumacht. Dann ist ein kleines bisschen der Safe. Hier kann man vielleicht zumachen, weil es so ist, weil es sicherer ist. Weil es so ist, alles klar. Dann, was einfach cool wäre, Metall und Holz brauchen wir hier, okay? Da, ja, ein bisschen Metall habe ich schon geschmolzen, da habe ich mich schon ein bisschen dran gemacht, wie gesagt. Das tun wir hier wieder rein, das tun wir hier wieder rüber. Dann werden wir noch ganz schnell einen Baum abholzen, fix, das geht eigentlich recht. Tippitoppi. Wie gesagt, heute wird es also nicht so, wie gesagt, das ist spannend. Wie gesagt, Außenpostenlager müssen wir errichten, aber auch das gehört leider zu arg dazu, dass man Sachen wieder aufbaut, seine Base vergrößert, wie gesagt, und so weiter. So. Wenn es geht, natürlich nicht runterfallen. Dann würde ich sagen, eins, zwei Fackeln können wir hier machen. Ich mache erst mal zwei, zwei müssten reichen. Wir können natürlich, klar, man kann die Base immer noch erweitern. Das werde ich auch off-Kant machen. Wir nehmen noch ein paar Pilze hier mit für unterwegs. Und auf geht's jetzt mit unseren Emma. Wie gesagt, heute, wie gesagt, viel bis bisschen viel reden da ist, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wie gesagt, muss halt auch mal sein. Und ich wollte mal das euch zeigen mit einer Außenbase, wie gesagt, bauen. Eigentlich habe ich hier eh schon unterstützt mit Musik. Ich hoffe, wie gesagt, das passt halt eigentlich soweit alles. Und ja, da haben wir schon den ersten Fratz. Was haben wir da für ein Level? Ein 135. Ist das ein blauer? Das ist ein grüner. Komm, den nehmen wir mit. Siehst du? Wir müssen einfach fitter nur. Das dauert natürlich eine etwaige Zeit. Wie gesagt, ist aber recht cool. Einfach so eine Außenbase haben wir jetzt hier. Ich werde diese Struktur bewusst stehen lassen fürs Erste. Ich kann sie ja abreißen, das ist keine Sache. Wie gesagt, das ist ja so. Er muss eigentlich gleich wieder fressen. Es geht eigentlich recht schnell, die zu zähmen. Den Pilz, wie gesagt, das ist halt nur 100%, ja, fast 100% Effektivität. Wahrscheinlich wird der Methodenkübel noch gezähmt, wie gesagt. Ich finde es auch cool, es gibt diese Aberrant hier, die haben diesen Glitzerschimmer hier irgendwie. Finde ich cool, da sieht selbst ein Dodo recht interessant sogar aus. Ich muss was aufpassen, hier unten sind irgendwo Revengers hier mir unterwegs. Hier ist ein Iguanodon. Ja, ihr habt ja letztens gesehen, wer das Video gesehen hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, hier ist die Ratte, da brauchen wir Honig. Oh. Danke. Das nehme ich gleich mit. Das nehme ich gleich mit an mich. Eigentlich ist es natürlich jetzt keine schlaue Idee gewesen, weil die Ratte wird mich jetzt verfolgen, erbarmungslos und natürlich nicht aufhören. So, nehmen wir halt schnell unsere Emma, wie gesagt, unser treues Mädchen. Und eine 90er-Roll-Ratte. Wie gesagt, die Ratte finde ich gut, die braucht mal Honig sonst hin, aber es geht halt natürlich sehr viel, weil es halt Aberration ein bisschen kombiniert ist. Jetzt kann Emma auch was fressen, wie gesagt, die hatte glaube ich schon echt einen Nahrungsboost. Was voll. So, den haben wir jetzt auch. Ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Ich habe keine Ahnung. Das war doch ein Männchen, oder? Komm, das ist der Chris jetzt. Ach komm, das ist ein Weibchen. Alles klar. Isabel. Ja, komm, machen wir Isabel. So, also passt. Wie gesagt, wenn ihr auf Enter drückt oder auf Numpad bei euren Ding und dann auf Licht, dann habt ihr die Erleuchtung. Wie gesagt, dann kann ich es euch nochmal kurz zeigen. Also, da kannst du halt dieses Licht einschalten. Wir waren ja damals in dieser Höhle, wo ich nichts gesehen habe. Okay, ich habe ein bisschen was rausgekattet, weil ich da extra lang suchen musste. Aber ihr seht, genau mit diesem Trick könntet ihr theoretisch das so überlisten. Ich zeige euch die Revenger kurz. Wie gesagt, ein bisschen Erkundungsglück. Sollten wir was finden, sehen wir es. Vielleicht finden wir doch mal was Interessantes. Ich hoffe jetzt, dass nicht hier Revenger gespawnt sind. So. Ah, diese Knicklichter, die sind auch richtig geil. Du kannst es an. Oh mein Gott, jetzt hätte ich schon gedacht, das ist ein Revenger. Du kannst es praktisch auch an dein Tier heften und dann leuchtet es so. Ich würde sagen, das testen wir nächstes Mal. Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Kommentar und Like da. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, Peace out. Euer Mausepeace. Ciao, ciao, Leute.